Wir haben es einfach aus dem Spiel genommen. Wir haben zwar genau gewusst, dass es dadurch das ganze Spiel ruinieren wird, aber ganz ehrlich, die eine Woche Shitstorm von der Community war es wert. Nette Antwort. Damit so kann man vieles abdecken. Ja. Wie viele die Leute rumlaufen, das klingt, als wenn hier Pferde rumrennen. Yo, Feli. Es sind Pferde. Das ist einfach ein Star Snake. I am the Snake. I am the Snake. What? Jemand ist die Schlange. I am the Snake. Er ist die Schlange, ich hab Pfeil mehr! You're a snake! You're a snake! We're a snake! We're a snake! 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 We're a 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 snake! I like how everyone's just joining. Someone shot your butt. Einfach mal über die gesamte Karte kriechen. Hab ich schon mal mitgekriegt. Okay, Leute, wir wissen genau, was wir diese Runde machen müssen. Wir hüpfen genau in der Mitte der Welt ab. Ja, hier, wo ich markiert habe, hüpfen wir ab, okay? Und wir kriechen ja, nur. Wir stehen nicht einmal auf. Okay? Was? Bereit? Nee, grün okay. Ist besser. Grün ist wirklich besser, ja. Alter! Ist okay, bin ich bei. Da müssen wir ja noch ein bisschen fliegen. Go, go, go! Kaum will man woanders hin, kommt Goldi auch an. Ja eben, na ich hab zuerst da bei dem anderen markiert. Es ist ja auch totaler Schwachsinn, wenn wir woanders hingehen. Wir wollen ja auch überleben, oder? Ja, aber es geht darum, dass sich der Loot ein bisschen verteilt. Okay. Naja, damit wir alle was haben, damit wir uns alle verteidigen können. Ja, aber wenn irgendein anderer bei uns spawnt, haben wir dann ein hartes Problem, ne? Ja schon. Okay, wenn ich hier spawne, werde ich nicht crouchen, sorry. Ja, ist okay. Bin ich jetzt überhaupt dahin, wo ich markiert habe? Ja. Auch wenn Scorchy sowieso zuerst da ist. Bei weitem und ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Also guckst du nach vorne, nicht nach unten und drückst W? Ja. Okay, keine Ahnung. Oder ich bin einfach früher rausgesprungen und dann... Bratpfanne gewonnen! Dahin. I win the Bratpfanne. Alter, ich hab den Pfeil immer noch in mir, den er geschossen hat. Doch gut, bist du schön auffällig. Hä? Was für ein Pfeil? In der Aufwärmrunde, da hat jemand mit der Armbrust auf mich geschossen und den Pfeil sehe ich immer noch in mir. Ach gut. So. Ist doch sexy, was ist das Problem? Ich sehe Schiff dadurch. Das ist blöd. Ist aber richtig schlau, dass er das gemacht hat, ne? Auch bitte weg. Hier kaum noch was wegen dem Fall. Rucksack Stufe 1, falls du brauchst. Okay, ich mach mich auf den Weg an den Circle. Wo ist der Circle? Bei Failure und Scourgey drüben. Na dann. Aber das ist bei uns? Nein, wir. Ah, das ist bei uns, nicht bei ihnen. Muss in die andere Richtung laufen. Brauchst jemanden in zweimal Visier? Nimm alle Visiere mit, die du finden kannst. Schlimmsten Fall ist sie der Feind. Ich sowieso. Zum Glück ist das weg. Also ich hab nichts außer einer Pistole, also ich kann nicht. Ich hab auch nichts außer einer Pistole, deswegen loot ich hier erstmal fertig. Shotgun. Schön für dich. Bring Pippi. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Ich weiß nicht. Geh jetzt. Noch hast du die Zeit dazu. Ich hab nur eine Handfeuerwaffe. So wie ich immer. Ich auch. Und eine Bratpfanne, aber das finde ich ganz gut. Ich meine, die habe ich. Hab ich eine Weste, ja. Oh, da hat schon wieder eine SK-12. S12K. Auch nicht übel. Immerhin ein großes Erste-Hilfe-Bug. Das ist gut. Das gehört. Ah, wieder eine Pistole. Mehr nicht. Oh, eine Sanitätstasche. Sexy? Ja, die heilt dich voll, komplett. Das ist das Ding, mit dem der eine Typ in dem Video die Blue Zone überlebt hat.
Ah. Ich habe einen Schuss gehört. Aber echt? Ja. Goldie, wo bist du? Gar nichts gehört. Aus dem Westen. Du hörst schon vor. Ja, wo ich hier ist und so weiter. Hi. Ich hab da gar nichts gehört in der Gegend. Gutes Stück weiter. Kommt ihr zu uns, Kinders? Na, ich guck hier gerade noch, ob es irgendwo eine größere Waffe gibt, aber nee. Alles weg. Alles weggelootet. Wo ist Scorchy? Wo ist Scorchy? Folge dem fehlenden Loot Trail. Folge dem. Yes, you could say it like that as well. Ich komme mal so in eure Richtung. Ja, bitte. Also ich brauche irgendwas anderes noch. Ich habe halt nur eine Handfeuerwaffe, wie gesagt. Ich auch nur. Und eine Bratpfanne aber, ne? Ja, 2 Minuten, komm, safe. Safe die aber mal, Junge. Wir müssen wieder in den Bunker. Ja, der Bunker wäre eine Idee. Ich weiß noch nicht, wo der hier ist. Was ist denn der Bunker? Der Bunker ist ein Bunker. Der unterirdische Bunker. Ich muss so dringend Pippi, ich kann nicht. Oh, shit. Na, Andeska. Ich mach mal einen kurzen Ausflug nach Nordwesten. Mach mal. Uschi, du bist sicher in einem Haus, ja? Ich bin nicht in der Zone. Ich bin okay. bei der gelben Markierung. Angst? Wir könnten auch zu den Ruinen gehen. Das ist nie eine gute Idee. Ich gehe gerade so ein bisschen in die Richtung, ne? Wir müssen halt auch irgendwie außerhalb des Bombenteppichs bleiben. Ruinen ist sowieso... Der Loot ist... Naja. Den Umständen entsprechend. Immerhin außerhalb des Dingensgebiets. Ja, jetzt sind wir ja quasi bei Ruins, aber so richtig rein müssen wir ja nicht laufen. Nee, echt nicht. Hey! Das war schon. Oh, hey! Ich komm hier nicht hoch. Hey! Ja, stimmt, ho, nicht. Ich komm hier nicht hoch! Hey ho! Hey ho! Wir sind vergnügungsfroh! Hi ho! Hi ho, hi ho, hi ho! Hallo, du Schlampe. Hi, ho. Nee, ho. Unser Deutschlehrer sagt zu seinen Kolleginnen: Na, du kleine Schlampe. Wow. Aber das ist laut ihm lieb gemeint, ne? Hey, Bitches! Was geht, Faggots? Bei jedem anderen würdest du dafür auf die Fresse kriegen. So, wo seid ihr? So ein amerikanischer Forensiker. The body was full of faggots. What? Maggots, maggots. Fuck, autocorrect. Hey, Yoshi. Hallo. Warte mal. Yoshi. Was hat er vor? Ach. Ah. Oh, Alter. Ich seh das nicht, Leute. Das Interessante ist, ich hab wirklich nur so ein. Also, ich hab so in so einem Kugeldingens. Achso, weil ich die ballistische Maske anhab. Oh yeah! Die schützt vor Flash. Ist ja richtig nice. So, das war nicht so. Ich hab was Besseres. Nein! Ich dachte, da kommt jetzt eine Flash. Nein, die kamen nicht. Hab ich gerade schon gewundert, hey, was macht denn die Flash für komisches, aber... Okay, Bitches, ich hab ein 8x Visier auf der Umpe. Nice. Jetzt kannst du auf Entfernung sprayen. Distance Spray. Jetzt kannst du die Leute sehen, die du verfehlst. Geil. Bailey, ich schwör's dir, wenn ich dich finde, schieße ich den Fuß. Mann, das war ein Scherz, weil die UMP halt ziemlich streut. Da trifft er noch ja, nicht ja, mal. Ja, war wirklich... Sollte nichts mit deinem Schussskill zu tun haben. Doch schon, aber das sagen wir nicht laut. Das sag ich nicht laut, du vielleicht. Rucksack Stufe 2 bei mir. Oh, AKM!
Oh, cool. Eine Schrot. Eine Schrät, eine Täterettetät. Hier ist ein Helm, Stufe 2. Hast du noch eine andere Waffe außer eine Schrot? Eine Schrot. Achso, da drin ist noch eine Uzi. Beste Stufe 2. Heck. Beste Stufe 1. Bedient euch, Jungs. Bedient euch, Jungs. Woran? An allem. Ich hab zweimal Visiere. Ich kann sie beide aber nicht benutzen. Brauch sie irgendwie. Ich auch nicht. Gimme, ich hab Nahkai. Gimme, my oh my. Mein Gehirn ist wie Brei. Gimme, no, Huhn. So, ich würde sagen, wir stoßen zu Goldi. Ja, oder Goldi stößt zu uns. Stoßen. Goldi müsste zu uns stoßen. Goldi stößt gerade zu uns. Ja. Hallo. Alter! Und dann schießt das Bein. So ein Depp. Zur gelben Markierung! Ab in die Body! Ich hab einen Rotpunkt, wie sie auf meiner Pistole. Ja, Luxus. Naja, wenn ich's auf die Shotgun machen könnte, hätte ich's auch gemacht. Wenn ich mein 8-mal wie sie auf eine Shotgun machen könnte, hätte ich das gemacht. Okay. Das wäre. Dann kann man die Kugel noch mehr verfehlen sehen. Oh, da der Gegner ist. Da kann ich einfach dann in Actioncam sehen, wie die Kugeln in der Pattern meines Feindes an die Wand gesprayt übrigens werden. Übrigens, die genau Entfernungssache, wie weit man auf Waffen schießen, steht übrigens drunter, wenn er sie auf Ziel nimmt. Und steht unten ganz klein Entfernungskalibrierung. 50 Meter unter. Ja. Oh, da hinten ist eine Kiste. Wie ich das hochkalibriere, dann lass die Kiste, weiß ich nicht. Die Kiste sein. Die Bär, Kalibrierung funktioniert noch nicht, die ist nicht eingebaut. Ich brauche echt noch eine größere Waffe. Das stimmt nicht. Das geht mittlerweile. Ich hab's einen YouTuber schon machen sehen. Die Frage ist, mich aber nicht, wie es funktioniert. Genau. Das ist ja dann immer die Preisfrage. Genau. Also du kannst es kalibrieren, das stimmt, aber es macht keinen Unterschied, soweit ich weiß. Soweit ich weiß schon. Hier steht ein Auto. Das ist gut, das nehmen wir. Gimme. Nein, ist es nicht. More Huhn. I need more Hühners to shoot. Oh, hier ist der Ump. Hat irgendwer eine Assault Rifle oder eine S12K? Hab ein Schnellziehmagazin dafür. Nope. Ich wollte einfach nur die Munition haben, aber egal. Braucht die, glaube ich, eh nicht. Gimme. Oh, noch mehr Granaten. Das ist gut. Braucht jemanden? Ja, Shotgun. I need more Hühner to shoot. Der M416, ja, okay. Was hast du da? Was? Krebs. Was hast du da? Der M416. Ist das eine gute? Maschinengewehr. Ja, dann immer her. Kann damit man so definieren. Wenn du sie selbst nicht brauchst. Achso, im Grunde nicht, nein. Danke. Ich würde sie halt durch meine Umpe austauschen, also da würde ich auch nicht sagen, brauchen tue ich nicht. Ich brauchte schon. I need more Hühners to shoot. So. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. So, mal gucken. Was? Visier, Mündungsgedöns, Haltungsgriff. Kann wen mitnehmen. Schnelllademagazin. Wer hat die Granate geworfen? Dreimal darfst du raten. Gut, okay. Will ich nicht nochmal machen, Freddy. Ist blöd. Nee, ich meine den Scorgi. Ich hab das nicht gemacht. Los geht's, Scorgi! Wir treffen uns bei der gelben Markierung. Ah! Aua. Stein! Geh nicht so gut. Ah! Fahr! Schneller! Wie du voll Angst gemacht hast. Ja, aber talentiert. Ich habe eigentlich versucht, den Reifen aufzuschließen, aber ich habe verfehlt. Ich wollte gerade sagen, das habe ich gesehen. Oh, fahr weiter! Gib mein Bestes! Bei dem großen Baum, ne? Ja! Also Goldi geradezu, 230. Oh. Ja. Beziehungsweise genau Südwesten. Genau. Ich muss mich irgendwo heilen. Ah! Believe me, it wasn't planned. Are you okay? Talentiert, Doshi. Talentiert. Wie immer. Es tut mir so leid. Scorgi, du bist anfangs auch nicht besser gefahren. Ich hab Aufnahmen. Nein, Scorgi fährt einfach immer noch nicht besser.
mich! Ihr seid beide so unsere Autofahrexperten. Goldie mag zwar mein Autofahrstil auch nicht, die fahren da gerade mit dem Auto hoch. Ich weiß nicht, ob es die sind oder andere. Es ist halt ein Auto. Hm. Es ist das Auto. Passo! Hashtag not sponsored. Sponsored von Wasser LTD. Hey, wo bist du? Im Wasser. Jetzt nicht mehr. An dem Baum sind sie nicht mehr. Oh Gott, hier ist Wasser. Das scheinen sie ja wirklich gewesen zu sein. Da man gar nicht, weil es so grün ist. Das ist genauso grün. Der Motorrad ziemlich weit hinten, ne? Hast du das Motorrad wieder aufgestellt, Uschi? Nein. Also auf dem Berg, wo das Auto gerade hoch ist, sehe ich nichts erstmal. Ist halt die Frage, wo wollen wir hin? Wollen wir weiter nach Gelb vorstoßen? Gelben Markierung, solange da ja, keiner ist. Ja, dann wäre noch ein Motorrad, aber... Aber Richtung Gelb war halt ein Auto. Oder wart ihr das? Nee, wir waren nicht das Auto. Wir mussten flüchten mit einem Motorrad. Ich glaube, ich habe im Süden was gesehen. Das ist nicht gut. Bin mir aber nicht sicher, ob es nur aufploppende Textur gewesen ist. Muss ich wirklich zugeben. Auf dem Hügel oder unten oder wo? Unten. Da ist leer, Uschi. Da ist nichts mehr. Drei Leute vom Hügel, okay. Das Auto fährt runter. Wollen wir hin? Hit. Wir gehen zur gelben Markierung. Durchs Wasser. Das ist meine Sniper-Umpe. Ich glaub, das Auto kommt zu uns. Ich habe eine Handfeuerwaffe mit rotem Visier und Schalldämpfer. Bullshit, wie trifft mich die Sau? Goldie, bitte sehr vorsichtig. Ja, das sagst du so einfach. Alter, überall die Schüsse. Also ich habe sogar einen Muzzle-Hider und hat mich gesehen. Oh shit. Alter. Okay, ich hoffe, ich bin hier halbwegs sicher erstmal. Vom gelben Haus aus kommt nichts. So, machen wir es so. Und das da. So. Oh shit. Okay, ja, ich sehe den Typen, aber ja. Ich krieg den nicht in die Ruhe. Wir sind sehr nah bei uns. Pinzi. Anscheinend, ich höre es auf jeden Fall. Ja, hören ja die haben gerade mega Feuerwerk auf mich niedergeprasseln lassen. 170 Grad. Nein, gerade 180 Grad von mir aus. Kann halt nicht markieren. Er ist aber alleine, er hat keine Teammember mehr. Eins seiner Teammates habe ich down genockt. Nice, man. Ja, acht mal, wie sie auf der Umpe. Ach, das seid ihr. What the heck? Ich hab den gerade gesehen. Oben beim Baum. Wie gesagt, er ist immer noch auf der Anhöhe. Ja, 160 von mir aus gesehen. Von mir aus 170. Vielleicht könnt ihr da auch nicht schätzen. Ich hab zwei Rotpunktvisiere hier. Okay. Oh shit, ich wurde von irgendwo gemacht. Irgendwo aus dem Westen. Den! Ja, bin down. Shit! Ah, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Direkt beim Fallen, wo Verlier gestorben ist. Was, wo? Direkt beim Ballen, wo Feli gestorben ist. Ist der? Ja, ist sofort hingelaufen. Ja, der geht zu meiner Leiche. Der ist bei keiner Leiche, das ist mein Problem. Ja, der versteckt sich dahinter, ich kann's ihn nicht sehen. Nein, oder nicht? Okay, er ist tot. Goldie hat ihn, ja. Fuck! Hinter mir. Kann ich was mit Deckung geben in irgendeine Richtung? Wäre geil. Auf dem Hügel, Leute. Okay, ne, drüben. Was, Goldie, hol ihn. Der hat mich. Da links war auch noch einer, ne? Der kommt zu euch. Der ist bei euch. Der ist bei... Oh, fuck. Der ist bei uns. Ich direkt hier, direkt wo wir liegen. Ja, ja stimmt, ihr liegt ja beide. Hey, fuck. Dude, please. Ich kann nur durch die Smoke. Let's just have a good time. Let us live and just enjoy the nice little play. Really great here. Just be helpful and friendly. Come on, you don't have to kill me, mate. Come on, nice. Er liegt, er ist down. Er ist gedownt, er ist nicht tot, er kreucht. Das sind viele und auf dem Hügel hinter dir ist auch immer noch wer, glaube ich, Scourgy. Aber langsam... Kümmere mich erstmal um die, die hier sind. Ja, ja. Ich sag's nur.
Ich bin tot, einer ist hinter uns, Hügel. Shotgun. Hey. Goldie kriecht langsam Richtung Haus. Da ist meiner nur irgendwo Messer und Zeit für Hügelrocko. Und tapfer machte er sich durch das Kornfeld. Ja, ganz ehrlich, ich rechne eh nicht damit, dass Skull mir hilft. Sehr gut. Das ist aber noch nicht ausgenockt. Oh, jetzt kommt da sogar noch eine Kiste runter. Ja, Goldie. Ja. Yeah. Sorry. Ich krieg doch einfach. Ist das nicht Uschis Leiche? Ja, das weiß ist meine Leiche. Nicht. Die das Markierung ist, meine ist ein bisschen weiter drunter eigentlich. Das ist nur meine Leiche. Ich habe kaum noch Munition. Ich wollte gerade sagen, ja, da oben war er gerade. Da, wo du gerade hingeguckt hast, bin ich der Meinung. Oder war das jetzt wieder? Oh, nee, da ist er. Ja, der versteckt sich da. Ich kann aber leider nicht. Dann schieß einfach gar nicht. Lass ihn einfach vorkommen. Wenn er Loot will, muss er vorkommen. Richtig. Oder nach hinten. Schieß einfach, wie gesagt, nicht warte. Lass ihn kommen. Bis er sich sicher fühlt, sonst rennt er nur wieder weg. Und dann mach ihn One-Shot. Hä? One-Shot? Ja, du hast, wenn du dir Zeit lässt, während er lootet, mach einfach einen Header. So hat sich. Drück mal Bild nach oben. Nach oben? Mhm. Rechts, von den Ballen. Also genau da war er gerade. Alles wartet gespannt. Ja, ich das Circle aus. Es heißt halt, er oder ich. Und da hinten, weiter hinten kommen noch welche. Naja, klar, wegen der Kiste sind die da hinten. Ja. Ja, der hat gerade rechts wieder so ein bisschen... Links. Was? Von woanders. Shot. Das war wow. Der. Du hast die ganze Zeit stillgestanden. Doch, das war der. Aber er hat die ganze Zeit stillgestanden, Skirt. Ich hat sich nicht einmal bewegt. Ja, wie soll ich. Wenn ich schießen muss, muss ich stehen bleiben. Sonst geht die Kugel woanders hin. Und der hatte eine fucking Car. Warum hat der denn eine fucking Car? Weil er die gefunden hat. Das war der Typ, der oben bei uns war.